Und weiter geht's. Einige Probleme erledigen sich. 17:08:01. Okay. So, Part 67. Läuft eigentlich ganz gut soweit. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, vorerst mal. Der arme Kerl kann. Ich will jetzt hier unten die Händler nochmal durchgehen, aber so viele. Ich brauche Informationen. Nee, das. Der hat mir nichts. Hey, du! Gib mir. Der hat auch nichts, okay. Hier unten, die Leute haben also nicht so viel, beziehungsweise bis jetzt gar nichts. Ich will mit der nochmal schwätzen, mit der Fenja. Zeig. Du hast auch nichts. Gute Reise, Erbe. Na, die wissen alle, dass ich Magier bin, das ist scheiße. Jetzt will ich nochmal in die Oberstadt gehen, obwohl ich kenne das Zeug. Ich kenne die Quest. Ich habe gerade einen Ventilator an und naja. Aber ich glaube, so viele habe ich nicht, ne? Haben wir beim letzten Mal eigentlich den Dingsbums befreit? Erfüllte Mission, Kraft der Geschare, Bennett sitzt im Knast. Das Tagebuch ist, wer weiß, dass ich den ich brauche, um Bennett zu entlasten. Ist jetzt die Frage, ist der Bennett jetzt schon draußen? Ich werde mich da nicht einmischen. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, hier ziehe ich mal meine Robe an. Ich darf natürlich nicht vergessen, das Falsche anzuziehen, sonst bin ich am Arsch. Ich muss einen Weg finden. Wir müssen etwas. Vielleicht kann das Auge ihn. Gut, habe ich alles. Super. Lederrüstung. Ich muss echt aufpassen, wenn ich hier nämlich schwere Banditenrüstung, das darf ich nicht tragen, das darf ich tragen, das darf ich nicht tragen und das darf ich auch nicht tragen. Ah, echt übel hier. Da wirst du so niedergewalzt. So richtig auf deine Klamotten reduziert. Wie viel Cola? Oh, 350, das ist nicht viel. Was hast du denn? Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel. Warte mal, wie viele Feuerwurzeln habe ich denn noch? Feldknöterich, Feuer, 40 Feuerwurzel, von denen brauche ich gar nichts. Ich habe hier nur 4 Kronstöckel. Ich gucke natürlich auch die ganzen Händler ab, um zu gucken, ob die noch irgendwelche Kronstöckel besitzen. Ich muss aber noch ein paar Sachen. Weißt du was? Bevor ich jetzt diese ganzen Lederbeutel öffne, werde ich mal meine ganzen Kackfälle los. Beim Bosper, da habe ich nämlich auch noch nicht nachgeguckt. Den wollte ich nämlich zu allerletzt bequatschen. Wo hast du das denn schon wieder her? In 3 Minuten diese Aufnahme, das ist ganz gut. Aber ich weiß, es geht einem, könnte einem so ein bisschen auf den Nerv gehen. Da lege ich jetzt einfach mal mein Handy drauf. So, da bist du ja. Zeig mir deine. Der hat Minenanteile zu verkaufen, okay. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Jo. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Ich habe keine Ahnung, woher ich das Trollfell her habe, aber der. Jo. Easy. Guck. Stimmt, das war das Fell vom Bergtroll, ne? Alter Schwede hier. Keiner Fell eines Schattenläufers. Hat er alles von mir bekommen. Das nicht.
Ich sehe, du hast Minenanteile zu verkaufen. Davon weiß ich nichts. Von mir aus kannst du sie haben. Hier habe ich sie schon abgekauft, du Arschloch. So, gut. Mit den Händlern komme ich jetzt nicht wirklich voran. Ich hätte das anders gemacht. Ich weiß nicht, wo es ist. Ist natürlich doof jetzt, ne? Hier oben gibt es sonst keine Händler. Der Fernando, der ist ja weg. Der ist ja einerseits, ja, das ist natürlich doof. Die Quest für Fernando habe ich noch offen. Auf der einen Seite ist er aber auch. Oder waren das die Snapperkrallen von Lutero? Ich lieber die. Hey! Südländische, das ist natürlich richtig nice, ne? Das gibt. Ich hab da mal also, ich sag's mal so, die beiden Sachen, die normalerweise würde ich sagen, nö. Das Problem ist allerdings, dass die sich eigentlich richtig lohnen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das hat er doch vorher gewusst. Das Problem ist, wenn du die gelesen hast, sind die fast nichts mehr wert. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich werde mich da nicht. Davon lasse ich lieber die Finger. Silberner Ring. Das war keine große Sache. Warum hört eigentlich keiner auf dich? So, ich versuche natürlich eine Sache zu bekommen. Weil die Bücher steigern nämlich meine Werte, wenn ich die lese. Da kann man sich nicht drauf. Aber 10.000 Gold ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich würde ja auch hier den ganzen Scheiß verkaufen. Also das Gold, glaube ich, kann ich wirklich verkaufen. Von mir hatte das nicht. Aber das Silber halt nicht. Oder war das andersrum? Weil du kannst hier nämlich auch, ich weiß nur nicht, wie das geht. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Du kannst nämlich auch einer Diebesgilde beitreten und die geben dir für das Silber und für das Dingsbums richtig Kohle. Taschendiebstahl habe ich noch nicht gelernt, ne? Ich werde mich da nicht einmischen. Hey! Zeig! So, was haben wir denn hier? Beides 5000. Perle. Ja, das ist, frisst alles fast gar nichts, ne? Komm, scheiß drauf. Weg, was weg ist, ist weg. Schutz vor Waffen. Schutz vor Waffen. Das kann weg. Herzhaut. Schutz vor Waffen. 5, 5, 5. Mana-Bonus brauche ich nicht. Das brauche ich. Krieger, Krieger, Krieger. Ring der Gewandtheit brauche ich auch nicht. Dann würde ich sagen, Krieger, Krieger, komm, die beiden Ringe können weg. Ich habe eigentlich Amulett der Krieger. Nee. Das suchende Irrlicht behalte ich mal. Die magische Armbrust, ja gut, ich habe nur noch 4 Pfeile für die, ne? Dann brauche ich die nämlich nicht, weil du kriegst nämlich keine Pfeile mehr dafür. So, wollen wir mal gucken. Hey, du, was schleichst du da? Entschuldigung. 67, 40, 28, 20. Jetzt gucke ich mir den Shit mal an. Verbessere Kampf mit Einhandwaffen. Hey, du, was schleichst du da rum? 72. Boah, das hat sich richtig gelohnt. Ich glaube, das gibt Zweihand. Gut. Dann brauche ich nämlich den Zweihand gar nicht. Dann bleibe ich nämlich bei dem Dingsbums. Dann, ja, geht eigentlich, ne? Wir sind ja jetzt größtenteils blank. Aber. Ich glaube, das waren 5, ne? Hat sich gelohnt. Doch, hat sich wirklich gelohnt. Und das Meer gab das Land frei. Und es ist
Ich könnte doch mit Salandi sprechen. Erzähl mir nichts, ich kenne sie. Das mache ich später und werde dazu aber... manchmal muss man sich kratzen. Nichts weiter sagen. Weil alles andere wäre halt ein Spoiler. Davon lasse ich lieber die Finger. Lass mich jetzt mal ganz kurz überlegen, worauf wir jetzt, wo wir jetzt weitermachen könnten. Mir fehlt noch einiges an Erfahrung. Nee, gar nicht mal so viel, knapp. 4, sagen wir mal 1500. Da sind wir bei 3, ja, 1000, ja, so knapp. Ja, 3500 ungefähr. Übrigens, Joe. Der Joe ist hier drin, aber wir kriegen keinen Schlüssel. Da müssen wir einer Wache mit dem Taschendiebstahl irgendwie den Schlüssel klauen. Die Frage ist nur, ich weiß, wo ich Taschendiebstahl lerne, aber ich brauche halt, wie gesagt, Lernpunkte dafür. Deswegen will ich Taschendiebstahl lernen. Dann kann sie nämlich richtig coole Sachen herkriegen. So, jetzt lass mich mal ganz kurz selbst überlegen, wo es als nächstes weitergeht. Ich hab das selbst erlebt. Wir waren hier überall. Ich glaube, dann ob ich nach links oben will, weiß ich nicht. Da ist, glaube ich, aktuell nichts. Nee, da gucke ich ja später nochmal nach, ob es da Respawn gibt oder so. Im Kapitel 3 gibt es Respawn, ja. Aber das werde ich mal ein bisschen offscreen machen, damit sich das Let's Play nicht so stark in die Länge zieht. Und zwar werde ich da... Na, wie heißt's? Werde ich da... das werde ich im allerletzten Kapitel machen. Im letzten Kapitel musst du halt nochmal irgendwo hinreisen. Da kommt eine neue Welt sozusagen. Drittes Area. Und da werde ich dann nochmal hier anfangen und im Spiel nochmal aufräumen sozusagen. Alles, was halt neu gespawnt ist, halt klatschen. Von daher, Taverne waren wir. Okay. Das bedeutet, die einzigen Händler, die jetzt noch übrig sind, wären, lass mich mal ganz kurz gucken, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, unten rechts beim Großbauern waren wir noch nicht. Oben im Kloster, da gibt es natürlich gar nichts. Das sind die Pyramiden rechts, oben links der schwarze Troll, den haben wir ja schon. Da oben links, was überhalb im Kloster ist, da müssen wir hin, von der Story her. Das bedeutet, wir müssten jetzt eigentlich nur noch zum Großbauern gehen. So, Lu, wo haben wir es denn hier? Weiß herum. Ja, das gibt halt alles wirklich gar nichts. Das kannst du jetzt nur zum Spaß trinken. Gut, ich laufe hier mit dem Feuerpfeil rum, weil ich nie weiß, wo diese
Suchenden wirklich Sinn hier? So, ich habe nämlich keine Lust, dass die mich ansprechen. Aber die erkenne ich eigentlich ganz gut. Okay, hier sonst nichts. Hier auch. Habe ich da einen Suchenden gesehen? Nee, gut. Das interessiert mich. Okay, die haben nichts. Könnte mal mit dem hier quatschen. Habe ich hier schon was abgesucht? Könnte mir so etwas nicht erlauben. Hey, du! So, Erol, was hast du denn? Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Was ist denn das für ein Gerät? Zeig mir da die Auswahl. Was hast du denn? Feuerkraut, der hat nichts Besonderes. Apfeltabak? Nö, hat nichts, was ich brauche. Dann okay. Habe ich die schon abgeklappert? Keine Ahnung, warum jetzt das gewesen ist. So, Sekunde, muss mich mal ganz kurz. So, ich laufe jetzt erstmal zum Dingsbums. Na warte, immer schön drauf. So, jetzt muss ich natürlich noch zum Bauern und noch zu Seekorb. Das wird alles nicht so geil. Also, so, jetzt muss ich nur gucken, wie das mit den Mitgliedern einladen ist. Ich habe da meine eigene Meinung. Selbst ist aber nicht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich habe so etwas bei mir. Das war doch klar. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Meinst du, mir geht es besser? Das will doch keiner mehr. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ist doch wahr. Das war doch klar. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das war doch gut. Jetzt kommt mal auf die Kraft. Wir erfahren es einfach nicht so. Eine Sekunde. Vielleicht kann ich da was anderes machen. Meinst du, mir geht es besser? Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann ja nicht ewig sein. Meine Meinung will ja keiner hören. Man weiß gar nicht mehr. Ach so. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir an? Das hätte ich gerne. Die spreche ich aber ganz kurz anders an. Das war natürlich doof. Das muss ich ganz. Ein falscher Klick und die töten mich alle. Du verkaufst Minenanteile. Und wenn schon. Ich habe sie ja auch für teures Geld kaufen müssen. Da muss man nochmal zuhören. Ich glaube nicht, dass ich daran. Gut. Die helfen mir alle nicht. Bennett, mein alter Kollege. Ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Kein Problem. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Ich glaube, das hat er. Ich hab was für dich. Was meinst du? Ein Geschenk.
Meine Meinung will ja keiner nicht, das hast du nicht gewusst. Was für ein Geschenk. Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Ja. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass du dich sicherlich bei der anstehenden Drachenjagd beteiligst. Und? Ich habe hier ein Amulett. Ich denke, du hast dafür eine bessere Verwendung als ich. Genau. Cool. Super, danke dir, Bennett. Was hast du mir denn gegeben? Frankos Amulett. So gut, Amulett der Lebenskraft. Das ist wirklich nicht mein Ich, wundere mich aber gar nicht. Wo hast du okay. das denn schon wieder her? Nicht schlecht. Danke, Bennett. Das ist wirklich nicht Hodges. Nee, sonst nichts. Ich habe so einiges gehört. So, jetzt möchte ich natürlich nochmal mit dem Lee schwätzen. So, ich erzähl dir doch nichts Neues. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Oh, danke. Das stimmt. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Die sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Alles klar. Gut. Super, Gorn. Warte mal, der hat doch bestimmt irgendwas zum Verkaufen. Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, dann zeig mal, was du hast. Herzbrocken, er hat natürlich... Oh, Berserker-Axt. Übel. 3000. Benötigte Stärke 200. Lecco mio. Er hat natürlich nur zwei Handwaffen, der Kerl, oder? Einhandwaffe. 100, 100. Ja, brauche ich nicht. Drachenjäger-Armbrust. Boah, das ist natürlich... Ich glaube, das ist auch die stärkste, ne? Alter Schwede, ja, der hat aber echt Zeug am Laufen. Gut, warum die alten Münzen, warum verkaufe ich die nicht an Händler? Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Gut, ich gebe dem 104 Gold, alte Münzen, der gibt mir dafür 104 normale Goldmünzen, aber wie ihr gesehen habt, auch noch 10 Erfahrungspunkte pro Münze. Oder 100 sogar. Nee, noch 10. Mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Also habe ich ordentlich Zeug bekommen. Das will doch keiner wissen. Wie viel brauche ich denn fürs nächste Level ab? Gar nicht mehr so viel, ne? Knapp 2040. Glaubst du wirklich daran? Das war doch schon vorher. Wir haben ihn natürlich. So, ich gehe jetzt nochmal zu jemand anderem. Deswegen würde ich hier den Part mal beenden. Ich würde sagen, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, weil ich bin jetzt gerade voll dabei. Also ziehe ich auch mal so ein paar Videos durch. Also bis dahin, haut rein.